Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, ich stelle euch die neuen Produkte vor, die wir in der Vorvororder, also wir sind die Demonstratoren, die beim Onstage Live in Amsterdam dabei waren. Wir konnten uns schon ein paar Produkte in der Vorvororder bestellen. Das können immer nur diejenigen, die beim Onstage auch dabei sind, und das gilt dann nur für ein paar Tage. Und ich habe mir nicht alles bestellt, weil da ist auch etwas bei gewesen, was mir persönlich nicht gut gefiel. Aber ich habe überwiegend die Sachen und ich darf euch den neuen Katalog zeigen. Allerdings, das kennt ihr aus den vergangenen Jahren, immer nur das Cover vorne. Innen drin geht es erst los ab 1. Juni und am 1. Juni wird dann auch von mir eine Katalogtour gemacht und dann zeige ich euch die Neuerungen und was es alles für neue tolle Produkte gibt. Meine Schätze werde ich dann auch schon da haben und kann euch damit schon ein bisschen was zeigen und auch die Produkte vorstellen. Im Moment leider nur das Cover. Aber da seht ihr ja schon ein kleines bisschen was drauf. Nicht viel, aber ein bisschen. Hier sind schon neue Inkeller, die habe ich euch aber im Video vorher schon gezeigt. So sieht der neue Katalog aus. Meine Kunden übrigens bekommen diesen Katalog automatisch von mir zugeschickt. Und wer ihn haben möchte und bisher noch kein Kunde bei mir ist, einfach auf meine Homepage gehen, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Und dort könnt ihr euch den Katalog auch vorbestellen. Der kommt irgendwann so Mitte, Ende Mai dann bei euch an. Okay, legen wir mal los. Wir haben Make and Takes gemacht. Die stelle ich euch als erstes mal vor. Ein Make and Take ist etwas, da wird uns ein Produkt vorgestellt und dann haben wir die Chance, etwas zu basteln. Wir bekommen dann jeder so ein eingeschweißtes Ding. Da ist ein, im Prinzip eine Vorlage. Dann liegen da ganz viele Sachen zum Schneiden und Kleben und ich weiß nicht was. Und das ist daraus dann entstanden. Und hier sind Produkte mit bei, da kann ich euch gleich schon ein bisschen was zu sagen, weil das kommt aus einer neuen Reihe, die nennt sich Memories and More. Und da gibt es jede Menge Zeug, das ist für Scrapbooking. Und da zeige ich euch gleich noch was. Das war das eine Projekt, was wir, oder das eine Make and Take, was wir gemacht haben. Und dann haben wir ein Make and Take bekommen, wo ich gesagt habe, okay Leute, das mag ja ganz schön sein, das ist so gar nicht meins. Deswegen muss ich gestehen, ich habe, ganz ehrlich, ich habe einfach keine Lust gehabt, das zusammenzubauen. Ich zeige euch das aber trotzdem. Und zwar sind das so, ja, Nostalgiefiguren. Ich ziehe das mal etwas weiter ran. Das hier ist jetzt so ein Fuchs. Da gibt es noch... Ich weiß gar nicht, was es da noch gibt. Da gibt es noch ein paar anderes an Getier. Das ist schlichtweg nicht meins. Und ich habe mir da nicht die Mühe gemacht, habe die Zeit einfach genutzt, habe mit ein paar Leuten noch gequatscht und habe gesagt, komm, diejenigen, die es toll finden, sollen es machen. Da gibt es ganz viele von, was total okay ist. Das ist halt beim Basteln so, die Geschmäcker sind total verschieden. Meins ist es nicht. So, aber was absolut meins ist, nehmen wir mal das, ist die neue Stanze Gänseblümchen und alles, was damit zusammenhängt. Ich bin total begeistert gewesen. So sah unser Make and Take aus. Das habe ich da draus gemacht. Sieht ein kleines bisschen anders aus, aber im Großen und Ganzen kommt das ungefähr hin. Und ich zeige euch mal, das ist eine ganze Produktereihe, Gänseblümchen-Gruß oder Gänseblümchen, und ich zeige euch mal, was da alles zugehört. Und zwar gehört die neue Stanze Gänseblümchen dazu. Da kommt halt so ein Gänseblümchen raus, beziehungsweise so sieht sie aus, wenn es zwei hiervon ausgestanzt und auch gestempelt sind und leicht verdreht hingelegt werden. Dann sieht diese Blüte so aus. Das ist mal das eine Produkt. Dann gehört dazu das Stempelset Gänseblümchengruß. Da habt ihr hier halt dieses abgestempelte, was hier auch drauf ist. Ihr habt aber auch noch so lange Blüten, die ihr noch stempeln könnt, so kleine Gänseblümchen. Das hier ist das Innere quasi von der Blüte hier. Hier habt ihr noch ein bisschen Gräser und Farn. Es sind noch zwei Sprüche mit drauf. Ich habe schon mitgearbeitet und ich bin total begeistert, aber ich bin sowieso ein ganz großer Fan von Handstanzen, weil es so schön schnell und einfach geht.
Das hier ist etwas, das wird garantiert zu meinem Favoriten, weil ich sowieso Blumen extrem gerne mag. Wer nicht, mal ganz ehrlich. Was noch hinzugehört, das seht ihr hier drauf. Das sind solche, das ist leider ein bisschen verrutscht, solche, ja, wie nennen die sich denn? Faszinierten Glitzersteine in Gold und Silber. Und das passt natürlich in Gold, weil das so ein bisschen gelblich wirkt. Auch ganz klasse zu dem Gänseblümchen. Und die gibt es dann in drei verschiedenen Größen auf so einer Platine. Wie viel sind da drauf? 72 Stück. Und was auch noch dazu gehört, das ist das Band, was hier nicht so wirklich bei mir rauskommt. Das ist besticktes Band in Osterglocke, meine ich. Lasst mich kurz gucken. Das steht hier irgendwo. Osterglocke, jawohl. Und zwar ist das auf der einen Seite im Kreuzstich, wie man das hier sieht. Und auf der anderen Seite, das sieht man jetzt bei mir nicht so sehr gut, ist so ein doppelter Langstich. Das heißt, je nachdem, wie man es haben möchte, kann man das Band sich drehen und hat zwei unterschiedliche Ansichten von diesem Band. Und was ich sensationell finde, mal wieder, ist das DSP, was dazu gehört. Finde ich total, total, total schön. Also, das vorgestellt wurde, habe ich schon gedacht, oh yay, wie toll ist das denn? Also, wie immer doppelseitig. Einmal hier so ein, ja, so ein schönes Pflanzenpotpourri. Auf der Rückseite relativ, die Rückseiten sind ja meistens dann etwas neutraler, in Navyblau, Marineblau gehalten. Dann haben wir hier so ein bisschen abstrakter die Blumen, total schön. Die Rückseite ist dann grün mit Streifen. Hier haben wir so einen Blumenkringel im Prinzip. Die Rückseite ist dann mit Punkten. Hier haben wir die Gänseblümchen, total süß. Und die Rückseite ist dann in grün gehalten mit Blättern. Hier haben wir nochmal so ein Pflanzenmotiv. Finde ich auch schön. Das ist in Calypso gehalten hier. Nochmal mit Strichen. Und die hier finde ich besonders, besonders, besonders toll. Ich mag dieses Abstrakte. Sieht so ein bisschen aus wie Van Gogh, obwohl ich Kunstbanause bin. Hat sowas Van Gogh gemacht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, das sieht sehr künstlerisch aus. Und hier ist dann nochmal etwas neutraler gehalten. So Zweige mit Blättern. Das hier finde ich toll. Und also das wird mein Favorit. Das finde ich total super. Die Gänseblümchen sind total klasse. Und das ist auch total super. Also, DSP bin ich schon mal hin und weg. Das ist schon mal meins. Habe ich ja zum Glück auch schon hier. Das ist die Reihe Gänseblümchen mit dem entsprechenden Make and Take dazu. Kommen wir zum nächsten. Also das ist schon mal für mich ein totales Highlight. Was für mich auch ein absolutes Highlight war, ist ein neues neues Produkt. Und zwar ist das das hier. Hier sieht man das nicht so richtig hundertprozentig, aber dafür sieht man das hier. Das ist mein Make and Take gewesen. Das tüdel ich mal eben auf hier, damit ich euch das Innere vernünftig zeigen kann. Das ist nämlich eine Obstkiste. Ich nehme mal eben die Kärtchen raus. Und die hat auch eine vernünftige Größe. Ich sage sie euch gerade mal eben. Die ist 3¼ Inch lang, das heißt in Zentimetern etwas über 8,3 und 1/5 breit, das wäre in Zentimetern 4 und die Höhe, da haben wir 1/5 ist genau das gleiche, einen Moment, 1/5 in Zentimetern müssen das dann ungefähr 4 sein. Jawohl. Und wie tief ist das gute Stück? Auch 1/5, also 4 cm. Ja. Also 4 mal 4 mal, was haben wir gesagt? Ungefähr etwas mehr als 8 cm. Das ist schon ordentlich, da kriegt man schon ein bisschen was rein. Und je nachdem, wie man das dekoriert, hat man natürlich auch Unterschiede. Vielleicht fällt euch das tolle Papier auf. Das sieht nämlich tatsächlich aus wie eine Holzkiste. Und hier sieht man das auch nochmal. Da ist nämlich unten
nochmal wie so eine Diele mit drauf geklebt. Das gehört nämlich mit zu diesem Produkt, ja nicht Produktpaket, sondern zu dieser Produktreihe. Ich zeige euch das. Und zwar haben wir hier einmal die Framelits. Ich hole die dann mal eben gerade raus. Na, komm her. So. Das hier sind die Framelits für die Box. Oder für das... für den Obstkasten. Das ist immer ein Kreuz. Da muss man dann halt zweimal ausstanzen, das zusammenkleben. Hier sind die Falzlinien auch schon gleich mit drin, so dass man das gleich hat. Und hier sind nochmal Framelits, zusätzliche Framelits, die zum Stempelset dazugehören. Und das zeige ich euch gerade mal. Kreativkiste heißt es. Das hier ist Herz, Stern, Sonne und dieser Hahn. Da haben wir nochmal einen Kreis. Herz, Stern, Sonne, Herz, Stern und Mond. Das könnte man entsprechend, wenn man es ein kleines bisschen bearbeitet, als Sonne nehmen. Hier sind nochmal ganz schöne Grüße drin. Und ich kann euch sagen, ich habe damit schon gearbeitet. Das abgestempelt sieht sensationell aus. So hübsch, ganz leicht koloriert, wunderschön. Und... hierfür Herz, Mond, Hahn und Stern. Dafür gibt es dann noch Framelits. Und hier ist noch so ein kleiner Tag dran, wo diese kleinen Sachen mit reinpassen. So, das war das. Und das kann gleich mal weg hier. Dazu gehört noch das Band, wo ich meine Tüte mit verschlossen habe. Das ist Kupferband und so sieht das eigentlich aus. Das ist relativ unspektakulär, aber man kann das so ein kleines bisschen auseinanderziehen und kann das, ja, ich sag mal, den Charakter des Bandes damit ein kleines bisschen verändern, indem man das etwas breiter macht. Wartet mal, habe ich hier. So sieht man das nochmal. So. Eigentlich sieht es so aus und so kann man es auch noch auffächern. Ich glaube, da muss man ein kleines bisschen mit rumspielen. Und wenn man da wieder dran zieht, ist es wieder glatt. Man muss mal ein bisschen mit rumspielen, mal gucken, was man alles so mitmachen kann. Und das hier ist das Holzdekor DSP. Es gibt eine Neuerung beim DSP, was ich total toll finde. Vorher waren es Blöcke. Die waren hier oben geklebt. Und manchmal, wenn man was abgezogen hat, war hier oben dann noch ein Kleberand. Den musste man dann abknibbeln. Diese hier sind nicht geklebt. Das sind lose Blätter in einer Plastikhülle. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und gucken wir doch mal durchs Dekor durch. Holzdekor, das heißt jede Menge Holz. Hier haben wir Baumstämme. Die Rückseite ist ein großer Baumstamm. Sowas kann man, glaube ich, super gut nehmen, weil das sind ja im Prinzip Jahreszahlen für Geburtstagskarten. Gerade für einen Mann finde ich total super. Dann haben wir so Holzdielen. Rückseite, immer noch Holzdielen. Nur in... das ist ja auch witzig. Die sehen relativ glatt und schön aus. Und die sehen alt und zerkratzt aus. Je nachdem, was man braucht. So, dann haben wir hier Laminatoptik. Mal eben die richtigen. Relativ schlicht und einfach im Braunton. Und hinten drauf das gleiche nochmal, nur einen Ton heller. Wenn ihr hier mal den Unterschied seht. Dann haben wir nochmal Dielen. Allerdings nicht mit so Streben, sondern wie so eine lange Holzplatte. Auch in etwas heller, etwas dunkler. Dann haben wir hier so richtig schöne alte Dielen, wo man noch so Nägel drin sieht. Auch einmal in hell, einmal eher so ein bisschen bräunlicher. Hier haben wir mehr Holz, das nennt sich ja Holzdekor. Auch wieder hell und dunkel, Vorder- und Rückseite. Hier ist so ein bisschen shabby schick. Weiß mit so abgeplatzten Dingen.
glaube, da muss man den richtigen Anlass für finden und dann sind diese Holzdekorsachen super toll. Hier ist auch wieder eher alt und angekratzt. Hier ist es wieder hell. Hier sind dann eher so Streifen und hier sieht man noch die Astlöcher. Hier haben wir auch wieder hell-dunkel. Oh, das ist schick. Ich mag ja dieses eher auf altgemachte. Das mag ich sehr, sehr gerne. Nicht unbedingt shabby, aber so ein bisschen auf altgemacht. So, das war das Papier und wie ihr seht, ist das alles schön locker und da klebt nichts zusammen. Und das war die Produktreihe um diese kleinen Obstkästen zu machen. Ich habe schon ein paar Projekte damit gesehen und das wird ganz großartig. Für mich ganz persönlich noch ein absolutes Highlight. Ich mag es ja knallig. Ist die Reihe Farbenspiel. Da gibt es ein Stempelset, ja, voller Farben. Das finde ich total klasse, weil das führt durchs ganze Jahr. Hier oben haben wir Herbst, hier haben wir Frühling, hier haben wir Sommer und hier haben wir auch noch Winter. Dazu gibt es passend Framelits, die auch durchs ganze Jahr führen. Und die zeige ich euch auch mal. Na, komm raus. So. Und da haben wir hier nämlich Herbst, Sommer, Winter, Frühling. Die Blumen sind da mit drin. Und was ich halt total schön finde, da habe ich auch schon was mitgesehen, ist dieser ja, Stuhl, Sommerstuhl im Prinzip. Hier im Stempel ist das so ein Hängematten-Liegestuhl. Und hier ist es so, ja, es mutet eher an wie ein Gartenstuhl. Finde ich total schön. Was sensationell großartig aussieht, ist dieses Blatt. Da habe ich ein Projekt beim Onstage mitgesehen. Das ist so fein und filigran. Das sieht so, so toll aus, dieses Ahornblatt. Ich freue mich drauf, wenn ich damit arbeite. Was noch dazu gehört, ist nochmal DSP. Und zwar nennt sich das, jetzt muss ich mal eben schauen, das ist Farbenspiel. Und hier auf der Vorderseite sind dann immer diese ja, Farbverläufe in unterschiedlichen Farben. Farben sage ich euch gleich. Und auf der Rückseite ist es dann so krisselig und eher ein bisschen abstrakt. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was man machen möchte. Ich finde beide Seiten wirklich, wirklich gut. Ich glaube, ich kann mit diesem Abstrakten mehr anfangen, aber hierfür habe ich auch schon Verwendungen gesehen. Und drin sind die Farben Sommerbeere, Currygelb, Jeansblau, Olivgrün, Flüsterweiß, ja, und Flüsterweiß immer dazwischen. Und ja, da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf mitzuarbeiten, weil es eben so farbenfreudig und, das mache ich nachher, farbenfreudig und bunt ist. Was hierzu passt und nicht unbedingt dazu gehört, aber dazu passt ganz hervorragend, sind diese, dieses Kartensortiment Erinnerungen und mehr, Memories and More, Farbenspiel. Und da drin sind dann nämlich eigentlich Sachen, die man für Scrapbooking braucht, also um Erinnerungen festzuhalten, aber man kann diese Sachen natürlich auch super als, nicht Kartenbasis, sondern als Mattung nehmen. Da sind auch immer Sachen noch mit draufgeschrieben, aber eben auch so schlicht gehalten. Und das hier sieht doch total toll aus, oder? Für Scrapbooking natürlich total klasse, aber ich bin mir sicher auch als Kartenhintergrund sehr, sehr schön zu machen. Was hier noch mit drin ist, jetzt muss ich das mal eben auseinanderfrickeln, sind solche Sachen aus Folie. Und hier sind auch noch ein paar Sticker mit drin, die man dann natürlich wieder für Scrapbooking nutzen kann. Aber warum nicht auch für Karten? Gar kein Problem. Das sind die großen. Und dann gibt es auch noch mal kleine. Und auch da ist immer Vorder- und Rückseite. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht so richtig gut.
Ich gehe da mal so durch. Auch hier sind wieder Folien mit bei. Und auch das ist in ganz vielen unterschiedlichen Farbvarianten. Ich drehe das nochmal eben um. Das ist doch als Mattung irgendwo mit bei. Total toll. Mir haben es echt diese Blätter angetan. Also da werde ich im Herbst ganz, ganz viel mitmachen. Das ist das eine. Und dann gibt es ein zweites Pack. Also ich glaube, zum Hinterlegen, da kann man richtig, richtig viel mitmachen. Und ganz, ganz bestimmt nicht nur im Scrapbooking-Bereich. Sowas ist doch toll für eine Sommersache. Das ist auch voll schön. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wie man es verwenden kann. Und gerade auch so als kleines Highlight irgendwo mit rangesetzt, ist das bestimmt total klasse. So, das ist das. Und was es noch dazu gibt, sind Lackakzente mit Glitzereffekt. Nämlich auch in den, Entschuldigung, in den Farben. Jetzt muss ich mal gucken, stehen die hier mit drauf? Nö. Das ist ja pfiffig. Steht wahrscheinlich mit im Katalog. Das ist auf jeden Fall Sommerbeere. Das wird Currygelb sein. Und das ist dann so ein Ombre-Effekt. Hier ist es so ganz, ganz leicht. Und das sieht man auch, glaube ich, ganz gut. Es wird dann kräftiger. Und da ist halt nochmal zusätzlich Glitzer mit drin. Also so als kleiner Akzent irgendwo mit auf Karten. Und nicht nur so ein Lackakzent, sondern eben auch mit ein bisschen Bling-Bling. Das wird ganz toll im Zusammenhang mit diesem Farbenspiel. Ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf, weil das so schön farbenfroh ist. So, mal gucken, was habe ich noch? Gänseblümchen habe ich euch gezeigt. Oh ja, stimmt. Die neuen In-Color-Farben, da gibt es großes DSP auch zu. Sommerflüsse, genau, das ist für die In-Color. Und zwar werdet ihr das hier mit Sicherheit kennen, so etwas Ähnliches gab es nämlich schon im Katalog. Im Jahreskatalog, der jetzt im Moment noch gültig ist. Sommerbeere mit, ich zeige euch das mal so, mit der Rückseite. Dann haben wir immer noch Sommerbeere mit der Rückseite. Dann kommt Feige. Einmal mit den Rückseiten und einmal so. Dann kommt Puderrosa. Einmal so. So, Entschuldigung. Dann kommt Limette. Einmal so. Und einmal so. Das wiederholt sich, das Muster wiederholt sich natürlich. Das ist wie die alten DSP im Block 12x12, wo man immer vier Designs pro Farbe hatte. Auf die jeweilige Farbfamilie. Und so ist das hier auch. Das ist Meeresgrün hier. Einen Moment. Einmal so, einmal so. Auch das ist nicht mehr im Block, sondern das ist hier nur, liegt hier nur lose ein. Da ist genau das gleiche Problem, finde ich, gewesen mit dieser Block-Variante, wenn man da sich das abgerissen hat. Dann waren da ab und zu mal Klebereste dran. Das war immer sehr unschön. So, und als letztes haben wir diese Stempelsets geschenkt bekommen. Entweder lagen die oder oh, ich habe noch was vergessen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh. Zum Farbenspiel gehören auch noch, da sagt man schnell, Geschenkbänder dazu, nämlich in den Farben Currygelb, Olivgrün und Bermuda Blau. Die haben so ein ganz leichtes Fischgrätenmuster, das sieht man so jetzt wahrscheinlich nicht. Ich sollte mal, bei welchem sieht man das gut? Beim Gelben, ich mache mal einen auf. So sieht das aus, wenn das geöffnet ist. Da sieht man hoffentlich so leicht dieses Fischgrätenmuster. Das ist ein ganz weiches Band, das man ganz hervorragend legen und mit Sicherheit auch sehr, sehr gut zur Schleife binden kann. Wollen wir mal eben einmal ausprobieren. Eine Kinderschleife. Ja,
sich super gut zusammenbringen und gibt ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Also ein ganz, ganz weiches Band, was sehr schön ist. Und es hat auch eine etwas, es ist auch etwas breiter. Und passt, wie gesagt, zur Produktreihe. Was habe ich denn heute mit Farbe? Farbenspiel, daher kommt's. So, jetzt aber, die Stempelsets haben wir von Stampin' Up! Beim Onstage geschenkt bekommen. Das hier nennt sich kurz gefasst, ist mit ganz vielen Kleinigkeiten versehen, mit kleinen Sprüchen, allerdings nicht nur diese ganz gerade Schrift, sondern hier oben auch leicht geschwungen, mit kleinen, Kleinigkeiten, die man super noch stempeln kann. Eigentlich gehört das hier zu Memories and More in die Reihe mit rein, aber ich finde auch, wenn man kein Scrapbooking betreibt, kann man das ganz hervorragend für Kleinigkeiten nutzen. Das hier wird mein absoluter Liebling. Kreiert mit Liebe, das ist so dieses Angel Policy Stempelset, was Stampin' Up! Neu rausbringt. Angel Policy deswegen immer, wenn man Produkte herstellt und Stempelabdrücke von Stampin' Up! Benutzt. Und nur dann muss man diesen Copyright-Stempel mit auf die, zum Beispiel eine Karte bringen, wenn ihr selbstgestaltete Karten auf einem Markt oder so verkaufen wollt. Das ist nicht nur bei Stampin' Up! So, das ist bei allen herstellenden Stempelfirmen so, dass die verlangen quasi, dass da ein Copyright draufkommt. Und das hier ist das Neue von Stampin' Up!. Ich bin total verknallt. Ich habe ganz viele Projekte damit gesehen. Ich habe selber auch schon was für mein Team-Meeting gemacht. Ich sag nicht womit. Und auf jeden Fall hier draus. Und ich finde dieses Set ganz, ganz toll. Das ist ein Gummistempel. Also auch sehr, sehr robust. Und ja, das wird ganz toll, damit zu arbeiten. Flamingo Fantasie war meine Price Patrol. Und es gab ja schon ein Flamingo-Set in dem jetzigen Katalog und das habe ich mir nicht gekauft, weil ich mochte das nicht. Ich habe das bekommen und habe gedacht, ach, ja, ist ja toll, super, ich freue mich, ein Flamingo. Dann habe ich aber Projekte damit gesehen, die gestaltet waren an den Schauwänden und das war schon echt toll. Ich glaube, ich muss mich da mal ranwagen. Das ist so ein Two-Step-Stempel, beziehungsweise eigentlich Drei-Schritt-Stempel. Das sieht schon echt toll aus. Ich muss da ein bisschen mit spielen und mich ranwagen und dann passt das schon. Und das hier ist auch total toll. Das haben wir zum Abschluss geschenkt bekommen, alle. Und hierzu gibt es Framelits zu diesem Fahrrad. Und dazu hat eine, ich glaube, es war eine holländische Demo-Kollegin, ganz, ganz tolle Projekte vorgestellt. Und das wird toll. Das wird echt toll. Wir haben jetzt halt nur das Stempelset. Die Framelits habe ich noch nicht. Die kann ich auch erst im Mai bestellen. In der Vororder für uns Demonstratoren geht das am 2. Mai los. Und dann werde ich mit Sicherheit auch ein paar Projekte damit gestalten, weil das ist echt toll. Das finde ich richtig, richtig toll. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und oh, ich habe einen noch. Und zwar noch eine weitere neue Handstanze. Und zwar wird es ein Etikett, Quartett fürs Etikett. Das ist so ein, ja, leicht, wir haben gleich gesagt, dass wir es gesehen haben, sieht ein bisschen aus wie eine Wolke. Aber letzten Endes, wenn es nachher gestempelt ist, kann man halt diese Sachen mitmachen. Damit habe ich schon gearbeitet, weil das habe ich gleich benutzt und habe das auch schon verschenkt. Leicht koloriert sieht dieser Stempel Bombe aus, ehrlich. Die anderen muss ich noch mal gucken. Das wird bestimmt auch ganz nett. Ich finde das hier mit den kleinen Blumen sehr schön. Auch das ist ein Gummistempel. Man muss ein bisschen mitarbeiten, um zu gucken, was dabei rauskommt. So, und jetzt habe ich euch meine ganzen neuen Schätze vorgestellt. Und ich werde demnächst zusehen, dass ich ein paar Projekte damit gestalte, damit ich euch die auch vorstellen kann. Und ich denke mal, ich werde nächste Woche damit anfangen. Ich hoffe, ich komme dazu. Okay, meine Lieben, ich hoffe, das ist ein bisschen hilfreich, um sich schon mal auf den neuen Katalog zu freuen. Wo habe ich ihn jetzt hingelegt? Da. So wird er aussehen und da könnt ihr drin rumstöbern wie verrückt. Wie gesagt, Vorbestellung
einfach hier unten mit reinklicken, ist in der Infobox. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Freude am neuen Katalog und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao!